Und herzliches Willkommen hier auf meinem Kanal Brickness. In diesem Video erfahrt ihr alle neuen Details und Neuigkeiten zur neuen Lego Minifigur Serie 20. Ich würde sagen, wir legen direkt los. Fangen wir erstmal mit den allgemeinen Informationen zur Minifigurenserie an. Also die Minifigurenserie hat die Setnummer 71027, ist in insgesamt 16 Minifiguren in dieser Serie enthalten. Und sie sind wieder in Blindbags verteilt, das heißt, wir wissen nicht, welche Figur sich in diesem Päckchen befindet. Sie wird offiziell erst am 27. April 2020 erscheinen, ist aber, denke ich, zumindest bald vorbestellbar oder wird bald vorbestellbar sein. Da kann man sie in einem großen Kästchen wieder vorbestellen, wo man dann höchstwahrscheinlich wieder drei Minifigurenserien in diesem Kästchen bekommt. Die Teileanzahl pro Blindbag ist natürlich wieder verschieden, weil es einfach verschiedene Minifiguren wieder gibt. Und pro Blindbag ist weiterhin eine Minifigur enthalten und der Preis für ein Blindbag liegt weiterhin bei 3,99 €. Ist also nicht angestiegen. Aber jetzt kommen wir erstmal zu den Minifiguren, die überhaupt enthalten sind. Das sind nämlich folgende. Die Minifigurenserie beinhaltet ja wie gesagt schon 16. Einmal den Wikinger, die Piratin, die Frau im Erbsen-Schoten-Kostüm gibt es dann. Dann die Taucherin mit Schildkröte, den Drohnentyp, den Musiker mit Kita, den Typ im grünen 2x3 Steinkostüm, dann die Lama-Kostüm-Dame, den Jungen mit einer Pinata, das Mädchen mit dem Hasenpyjama, den Red Ranger, den Ritter, den Diskus bzw. Speerwerfer, den Space Face Mädchen mit NASA-Rakete, dann den Nunchaku-Typ und das Hip-Hop-Girl mit Ghetto-Blaster. Das sind die ganzen Figuren aus dieser Minifiguren-Serie. Ich finde sie sehr, sehr cool. Die Figuren haben auch mal zum Beispiel wieder was Neues. Man hat auch wieder was Geschichtliches zum Beispiel reingepackt, wie zum Beispiel einen Wikinger oder eine Piratin. Finde ich sehr, sehr cool, dass Lego sich das mal wieder getraut hat. Aber auch zum Beispiel diese coolen Kostüme, die es jetzt wieder gibt, wie zum Beispiel das 2x3-Kostüm oder das Erbsen-Kostüm, finde ich sehr, sehr cool. Meiner Meinung nach eine der besten Minifiguren-Serien, die wir je erhalten haben. Wenn ihr dazu ein paar Unboxings wollt, dann lasst mir auf jeden Fall auf das Video mal ein Like da oder schreibt es mir gerne in die Kommentare, damit ich weiß, dass ihr euch sowas wünscht. Jetzt habe ich noch zwei weitere Bilder, wo wir dann nochmal die ganzen Minifiguren übersichtlicher sehen. Hier sehen wir nochmal alle Minifiguren der ganzen Serie nochmal übersichtlich. Natürlich wird in jedem Blindbag auch wieder eine kleine 2x3 Grundplatte enthalten sein, wo man dann die Figur schön draufstellen kann und sie dann eventuell in seine Vitrine dann integrieren kann. Das war es dann aber auch schon mit diesem Video. Rechts sehe ich noch zwei andere Videos. Links könnt ihr meinen Kanal abonnieren. Aktiviert auf jeden Fall aber auch die Glocke, um keine Videos mehr zu verpassen. Wir sehen uns dann hoffentlich mal wieder beim nächsten Mal und bleibt auf jeden Fall gesund. Bis zum nächsten Mal, eure Brick News. Tschüss.